Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Challenge auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Play6D, der irgendwie das mit den Bäumen noch nicht so ganz verstanden hat. Doch, ich hab easy. Komm mal mit hier, ich hab immer noch Lohnunternehmerstatus bei dir, ich hab hier dir schon mal ein Stämmchen vorbereitet. Ja, hab ich gesehen, aber ich bin hier gerade am Experimentieren. Ist gut. So, hier, da hast du einen fertigen Stamm. Fahr mal jetzt hier rückwärts so. Warte. Erstmal Hedi hier abholen. Nee, komm mal her. Sind sie mal mein Stamm, den ich dir gemacht habe. Und den verkaufst du mal. Und dann guckst du mal, was du da rauskriegst. Wenn ich daraus 500 bekomme, dann lache ich. So, ich klau mal kurz den Traktor. Jo. Hier, wieso? Du klaust jetzt meinen Traktor. Ich häng dir kurz den Stamm hier an. Das ist Betrug. Ich arbeite für dich, das ist eigentlich der Betrug. Ich helfe der Konkurrenz, was soll denn das? Ricardo möchte das nicht. Ich hab ja nicht gesagt, dass sie müssen hier. Also das sind echt ganz doofe Bäume hier, ey. So. Oder auch eine ganz doofe Landschaft, wenn man so. Ja, ich komme mal zu euch, ich hab grad nichts anderes zu tun. So, Herr Mikado, steigen Sie in den B-Truck und verkaufen Sie mal das Holz. Der müsste ungefähr 3000 oder so bringen. Ja. Ja, sehen Sie? So macht man das. Ja, gerade eben habe ich 6000 bekommen. Ja, von einem Stamm oder von zwei? Das war von zwei. Also, das können wir denn das war, bevor Sie mir das erklärt haben. Am besten immer gerade abschneiden. Ups. Nein! Oh Kacke, jetzt bin ich... Oh nein! Ach, okay, hab's gespielt. Warum komme ich denn jetzt nicht an? Geht doch. Jetzt ist der Baum auf meinem Frontlader drauf. Sieht ja auch lustig aus. Sie können mir wieder Lohnunternehmer wegnehmen. Habe ich schon. Ah ja, gut. So, vielleicht schaffen wir es, dass es heute oder morgen aufhört zu regnen. Hoffentlich. Hey, sag mal, der Baumstamm will nicht mehr von meinem Frontlader runter. So, jetzt geht er hoffentlich nicht da drunter. So. Hallo? Wann hat denn der noch gearbeitet? So, und nochmal. B und dann zwei Stämme. Ab damit. So, richtiges forstwirtschaftliches Treiben hier. Und ich kann zugucken. Ja. Was ist bei dir los? Wo wir das eigentlich nur für Geld brauchen. Hä? Das hat mir jetzt gerade richtig wenig gebracht. 3000 für zwei Stämme, sag mal. Hackt. Also wenn ihr wirklich die Stämme gerade abschneiden wollt, dann macht's einfach so wie bei mir, dann wird's einfach was. Und nicht so wie bei Mikado. Die haben überhaupt nicht gesehen, wie ich die abschneide. Doch, ich hab's denen nämlich gezeigt. Ganz schwach. Anfang der Folge hat man's gesehen. Hey, da hast du noch gar nicht das Video gestartet. Doch. Da stand ich Nein, ganz schwach.
stand ich ja, glaube ich, nicht bei dir. Okay, ich probiere jetzt mal die gerade Variante. Also, es ist seit dem LS17 so, dass die Bäume, wenn ihr die mit der Motorsäge absägt, immer nach links fallen. Und du solltest einfach deine Stämme so absägen, dass die den Berg hochfallen. Dann kannst du nämlich einfach mit der Seilwinde wegziehen. Und natürlich gucken, dass sie auch zwischen anderen Bäumen landen und nicht auf anderen Bäumen. Zwischen anderen Bäumen? Ja, die Fallrichtung kann man dadurch recht genau bestimmen. Also, warum hängt denn der jetzt fest? Ich hoffe jetzt, der Zeiger fahren, dass sie mich nicht schon wieder trollen wollen. Nö. Nein. Ich helfe ihnen ein bisschen. Ja. Das will ich aber jetzt nicht gehört haben. Kann er doch. Dann kriegt er auch eine Bezahlung von mir. Ha. Ich habe sonst nichts anderes zu tun. Ich kann ja, wenn du willst. Warum machen sie denn nichts? Ist ihre Silage schon alles weg? Nee, ich muss warten, bis die BGA. Weil die nimmt ja nicht alles auf einmal. Ach so. Das ist ja das Blöde. So. Wir müssen uns noch ein bisschen sputen. Wir können auch nachher mal noch kurz nach unserer Wolle gucken. Und die müsste eigentlich auch bald schon mal verkaufsbereit sein. Oh, das ist ja eine coole Invention hier. Ja, oh. Sagen Sie mal, was haben Sie da jetzt schon wieder entdeckt? Nix. Ich mach mal ein paar Arbeitsschritte auf einmal. Ups. Okay. War doch nicht ganz so intelligent. Wo hängt jetzt schon wieder mein Baum fest? Mein Stamm fest? Das ist schlimm. Ja, sehr schlimm. So matschig. Ja, ich hab gehört, wie sie gelacht haben. Ich lach doch nicht. Nein. Würde ich mir nie erlauben. Nee. Ach ja, und guck mal bei Discord, was du jetzt für eine neue Rolle bekommen hast. Bei unserer Gruppe. Admin Varuna LP. Oh Gott. Mit Schokolade bestechbar. Aber nur dann, wenn ich wirklich Lust darauf habe. Wann haben die denn nicht darauf Lust? Oft muss ich sagen. Also Schokolade ist bei mir wirklich so ein Geschmacksding. Dann, wenn ich Bock drauf habe, dann esse ich eine Tafel, sonst nicht. Das ist ja cool. Mit Schokolade bestechbar. Eine Tafel Schokolade. Ja, wenn schon. Wahrscheinlich ist das dann so eine Schultafel groß. Herr Tigerfarm, wieso geht denn das überhaupt? Ach so, jetzt was? Weiß ich's. Ja, nee, nix, alles gut. Was? Was sonst? Dass sie die Zeit umstellen können. Das geht. Ja, wegen Admin, ne? Ist ja nicht ab, ja. Ist mir wieder eingefangen. Oh. So, wo ist denn der andere Stamm hier? Die haben das aber neu gemacht, oder nicht? Was denn? Dass man das gerade schneiden kann, oder? Nee, gab's im 17er schon. Ja, kannst du machen auf 17. Also, wo ich immer gerade geschnitten habe, dann sind die nicht umgefallen, dann sind die einfach stehen geblieben.
Also wegen mir spricht nichts dagegen, die Zeit auf 15 zu lassen, Mikado. Achso, jetzt bei mir eigentlich auch egal jetzt. Mittlerweile, wo ich dann endlich mal was zu tun habe. Aber das Problem ist, das erste Geld, was ich jetzt mal bekomme, muss ich direkt mal für den Kredit ausgeben wieder. Oh, sie haben den Kredit aufgenommen. Das ist ja. Ja, sonst hätte ich ja dieses Land gar nicht kaufen können. Sind sie so arm? Ja, hatte 30.000 so. Ich muss nur noch 40.000 zurückzahlen und hab nur noch 3.000. Okay, wenn wir da in meine Finanzen reingucken. Na, was war das denn jetzt gerade? Ich wollte den Baum entziehen, dann ist auf einmal der ganze, also ein halber Baumstamm verschwunden davon. Also das finde ich jetzt echt betrunken. Wenn die zu dünn oder zu kurz sind, dann die spawnen. Ja, aber ich hab die gar nicht mal angesägt. Das war vorne die Spitze. Da ist locker fast der halbe Baumstamm weg. So. Nein. Ja, Glück gehabt. So sieht's gut aus. So, wir haben schon wieder 30.000 Euro. Das ist schon mal super. Aber wo kommst du so schnell so viel Geld? Kurze Wege und Qualitätsholz. Na, schön. Ich hab hier den langen Weg, ne? Ja, schaut mal ein paar Folgen zurück. Ich glaube letzte Woche Montag oder so. Ja, letzte Woche Montag war das. Schaut einfach mal rein. Wie einfach. Ich kann irgendwie nicht in die Wege einkippen. Wie einfach Varuna schummeln kann. Wie einfach Mikado mir das Stück Land zugesagt hat. Ja, aber ganz im Ernst, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass sie damit Forst anfangen wollen. Ja, aber guck mal, wer denkt denn schon, dass man in so einem Projekt, wo man Schafe und Getreide und sowas haben muss als Ziel, dass einer damit Forst anfängt? Ja, Moment. Wir müssen auch 1 Million haben. Ja, und 1 Million Euro, ja und? Ja, und trotzdem, wer denkt denn dann daran, dass einer mit Forst anfangen könnte? Ich. Ja! Eiche! Ich hab mal einfach einen Weg gesucht, schnell Geld zu verdienen. Und das ist halt irgendwie auch im LS19 mit Holz doch möglich. Auch wenn es viele nicht so sehen. Vor allem mit wenig Finanzeinsatz. Ich glaube, ich reconnecte mal, weil es leckt bei mir ein bisschen durch. Ja. Ja, es kann auch an den Bäumen liegen. Vermutlich. Ah, jetzt geht's ja doch nicht. Ja, wenn wir Bäume hin und her schieben, werden viele Objekte bewegt von dem her. Oh. Ich dachte gerade, ich häng fest. Oh Gott. Ich reconnecte trotzdem mal. Jo. So, hier einmal B. Es sollen mal wieder diese riesen Leuchten da rauskommen. Lattern, die Strahler da. Ja, genau. Ja, die waren cool. Ey, weißt du, jetzt hänge ich hier mit meinem riesen Baumstamm und mit so einem ganz kleinen Mini-Baumstumpf rum. Die wollen mich echt verarschen oder so. Und vor allem, wieso bewegt sich der Baumstumpf eigentlich? Tja. Das ist Magic. Glaube ich mittlerweile auch irgendwie. Oh, nochmal 5.000. Hä? Ah doch, ich hatte ja gerade nochmal 4 verkauft für 11.000. Oh, Alter, es ist so dunkel, ich sehe gar nichts. Ja. Ich kann das hier gar nicht anketten. Ich komme mal. Auch nicht anketten, ne. Hier auch nicht, ne. Ah! Ich sehe nicht, wo ich noch abfällen soll. Und ich sehe überhaupt nichts. Oh, mir fällt gerade was auf, aber das ist ein bisschen. Blöd. Ja, die Baumsäge funktioniert ohne Kartonwellenanschluss. Da hat Giants aber auch ein
einen kleinen Bug eingebaut. Mhm. Wieso hast du eigentlich eine Kettensäge und diese Säge für den Traktor? Weil ich mit dem Säge von Traktor einfach an den Baum ranfahre und die Bäume absägen kann. Gerade und fertig. Zack, zack. Und wieso hast du dann die Kettensäge gekauft? Die brauchst du zum Entlasten. Also. Nein. Kaputt. Tiger Farm hat das Spiel kaputt gemacht. Wieso? So. Synchronisieren. Ich hab's auch angesagt. Hey. Ja, hat er wirklich. Voll gut. Ey, das Schlimme an dieser Tastatur, die ich habe, ist, hier oben, über F12, gibt's bei mir eine Taste, damit schalte ich automatisch den Computer aus. Oh ja, da muss man aufpassen. Hatte ich früher auch mal so eine Tastatur. Das ist schlimm. Ich weiß, die Tastatur echt geil, aber... Das ist schlimm, wenn man dann F12 drücken will, wenn er aus Versehen mal hochkommt. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Dann wollte ich F12 drücken und dann habe ich... Oh, da stehen ja noch mehr Bäume. Hui. Hui. Es ist so dunkel, man sieht den Wald vor Bäumen nicht. Ah. Man sieht die Bäume vor lauter Wald nicht. Nein. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Steht ein Baum allein im Wald. So ungefähr. Ah, jetzt ist es besser komplex. Oh, oh. Mein MB-Truck, der hackt irgendwie. Hat er sich auch überschlagen? Sie können ja gerne mal zu mir kommen. Dann können Sie mal sehen, wie dumm ich bin und was ich hier gemacht habe. Ist so weit oh, raus. Ich hab's geschafft! Oh nein, er rollt! Wieso rollt er? Ja, man muss aufpassen, wenn zu viel Zug auf das Seil windet. Ah. Dann... Ja. So. Jetzt dürfte es wieder gehen. Ah, das hier nehme ich auch noch mit, das auch noch. Ah, und jetzt dürfte es normalerweise wieder gehen. Scheiße, warte. Habe ich das nicht gesagt, Entschuldigung. Wollte ich dir das mal antrainieren, dass das nicht mehr wird? Wollte ich das? Ach ja, stimmt, scheiße. Ah. Das ist meistens so. Ja, was? So wie mein A-Wort. Alter. Exakt. Das ist einfach zu gut. Kennt ihr auch diese Mütter oder diese Leute in dem Bekanntschaftskreis, die dann so sagen, die haben mal eine Gruppe Jugendlicher getroffen und die hießen alle Digger? Nee. Aber ich weiß, was du meinst. So. Oh Gott, oh nein. Das wird auf jeden Fall nicht gut ausgehen. Oh. Ja, ich glaube, die Lags kommen wirklich immer von da, wenn wir Baumstämme ziehen. Oh, es könnte vielleicht... Aber ich sehe halt wirklich nichts. Ich sehe die Straße nicht mal mehr. Ja, die Nächte sind ziemlich dunkel geworden hier. Oh, ich bin bei der Straße. Oh mein Gott. Alter, ich bin bei der Straße. Kannst du das glauben? Ne? Ja, leider. Hallo. Also du. Verstehen kann ich sie ja trotzdem noch. Achso. Also ich kann nicht mehr gut fahren, wegen euren Bäumen. Ja, sobald der Regen aufhört, ist denke ich auch die... Kann das sein, dass ich gerade am Sägewerk vorbeigefahren bin? Ja. Ganz knapp. Doch. Ach was. Ich frag mich, wie viele Bäume ich eigentlich gerade dran habe. Wie viel was? Wie viele Bäume ich gerade? Ach du Scheiße. Also dann sind glaube ich so. Oh, Alter, was passiert hier? Oh. Alter. Was passiert hier? Dann sind sie verantwortlich für die Lags. Gar nicht wahr. So. Stimmt alles gar nicht. Ihr beide. Na, ich bin... Alter, ich bekomme das nicht mehr ab! Ich bin vorbildlicher Forstwirt, bei mir ist alles gut. Das sagen Sie so.
Oh, ja, ich entaste meine ganzen Bäume. Ich weiß nicht, ob Mikado das inzwischen auch macht. Demontieren. Oh, hups. Oh shit. Oh shit. Wo, guck mal, wo das hingekommen ist. Ja gut. Wo ist die Polizei nochmal? Das weiß ich nicht. Rettungsdienst. Rettungsdienst. Alles bitte alles. Nee, wir brauchen einen Hubschrauber. Wir brauchen einen Hubschrauber. Warte, ich will das da oben runter bekommen. Ich brauche es. Den Arm. So weit weg oder was? Komm schon, wo ist er? So, Freunde. Ja, ja, nein, B, 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 komm schon, B, drück B. Wie kannst du bitte einen Stamm aufs Dach werfen? Ja. Ja, guck mal, er kommt doch schon gerade. Ganz fein. Ey, Mikado, nee, das war ich kaputt. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war der Wind. So, Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Wir sind schon wieder über der Zeit. Wieso habe ich 40 Meter Seil, ey? Und wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr bei der Zwei-Sternhof-Challenge gegen den Mikado. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.